Bisher bei Revelations 2. Heiliger Bimba! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Ich aktiviere das Virus! Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind die Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Gregor. Nicht schummeln. Claire, das Mädchen ist weg. Nora wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne! Ich habe auf dich gewartet. Stopp! Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Ich und Nora wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Whiskers. Das kann nicht dieselbe Frau sein. Wo ist Moira? Wo ist sie? Ich habe sie und die anderen begraben unter einem Berg von Furcht und Verzweiflung. Sie haben sie umgebracht. Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2. Es war Alex Wesker. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Sie nannten sie die Aufseherin. Sie hat mir Moira weggenommen. Und nun werde ich nie... Und für was die ganze Scheiße? Entschuldigung. Ist schon gut. Sie hat gesagt, sie wird wiedergeboren. Wiedergeboren? Durch das Virus? Wozu braucht sie da meine Kleine? Das ergibt keinen Sinn. Tut mir leid. An den Rest kann ich mich nicht erinnern.
Oh, Süße, tut mir leid. Das ist mein Problem, nicht deins. Mach dir keinen Kopf. Hm. Also Barry ist eigentlich liebevoll. Ich weiß nicht, was Moira gegen ihn hat. Barry, geht's dir gut? Ja, ich, hab mich nur erinnert, wie ich immer mit Moira und Polly spazieren gegangen bin. Wart ihr eine gute Familie? Wir haben es versucht. Moira und ich haben oft gestritten. Auch als sie größer war. Weil sie so schlimme Wörter benutzt? Nein, das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ich hab den Keil zwischen uns getrieben. Ich hab echt versagt als Vater. Sie und Polly haben im Haus gespielt. Ich hatte vergessen, meine Pistolen wegzuschließen. Und Moira hat... Polly hatte einen Unfall. War es Moiras Schuld? Nein. Es war meine. Aber ich bin laut geworden und... Ich bin wohl nie dazu gekommen, die Verantwortung zu übernehmen. Polly hat überlebt, Gott sei Dank. Aber nicht ich und Moira. Wir haben uns entfremdet. Ich glaube, sie hatte dich noch lieb. Danke, dass du es sagst. Aber ich muss es eingestehen. Ich konnte sie nicht retten. Aber ich werde dich retten. Ich verspreche dir, ich hol dich hier raus. Ich weiß. Danke, Barry. Okay, jetzt erfahren wir, warum Moira nicht ge... Ist okay, ich kann jetzt laufen. Na gut, Partner. Runter mit dir. Okay, das erklärt, warum Moira nicht gerne mit Waffen irgendetwas macht, denn... Also ich weiß nicht, ob Polly... War das die Mutter, die Schwester, die Spielgefährtin? Haustier? Das weiß ich leider nicht. Aber ich kann es schon verstehen. Und ja, das passiert leider in Amerika viel zu oft. Leute, die eigentlich keine Waffe haben sollten, dürfen, lassen sie einfach so rumliegen. Die Kinder halten es für Spielzeug oder so etwas und bam! Erschießt man den Vater, die Mutter, den kleinen Bruder, den großen Bruder, die kleine Schwester. Irgendjemand erschießt man. Im schlimmsten Fall sogar sich. Im schlimmsten Fall alle. Und wenn nicht sogar noch mehr. Und da kann ich die amerikanische Weise mit ihren. Ja. Ich habe ein Recht auf Waffen nicht ganz nachvollziehen. Ja, du hast ein Recht auf Waffen, aber nicht ja. Sagen wir es mal so, du willst deine Familie beschützen, dann besorg dir keine Waffe. Denn das ist das Schlimmste, was passieren kann. Hm. Also vor das solltest du zuerst mal schützen. Sei ein verantwortungsbewusster Mensch. Lass deine Knarre nicht einfach so rumliegen. Ja, ja. Eigentlich ein trauriges Dasein. Und hier sind wir, wo wir mit Moira und Claire durch diese Kanalisation durchgegangen sind. In der Folge, die ich die schöne Kanalisation nannte. Oh, hier hätten wir auch runtergekonnt. Und da ist noch etwas. Aber Alex sieht so verändert aus. Was ist passiert? Hier kommen wir wieder zur Oberfläche zurück. Das ist einfach. Und zwar indem man... Ups. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Also, Barry kann ja schießen, ohne dass ich auf ihn rüber muss. Barry. Kannst du nichts machen?
Ich meinte etwas anderes, aber okay. Ist er tot? Komm schon. Ah, jetzt. Und, also ich liebe es, dass ich das geskillt habe. Das erleichtert es Verdammt. Oh, du hast einen Stein genommen. Sehr gut. Nein, falsche Taste. Okay, wieder runter. Denn, aha, hier. Wo ist ein Stein? Verdammt. Barry. Ungefähr da. Verdammt. Gut, wo zum Geier? Ja, ich sehe es. Ist das der einzige Stein weit und breit? Ja. Unter diesen Umständen müssen wir unkonventionelle Mittel dafür benutzen. Und zwar... Nein! Verdammt, Nein! Ah, komm schon, das will ich schaffen! Ja! Ups, falsche Flasche. Ich will nicht mit so einer... Ich glaube, das war eine Rauchbombe. Nein, die will ich nicht rumschmeißen. Jetzt packe ich das da. Nein! Verflucht. Wenn es halt sein muss, auswählen. Ausrüsten. Es. Ups. Übergeben geht nicht. Übergeben geht. So haben wir ein bisschen mehr Platz. Können wir was herstellen? Einmal das. Zweimal das. Das haben wir kein roter Kraut. Und einmal das. So, jetzt sollten wir beide ein bisschen Platz haben. Gut, verflucht. Ha, komm schon. Verdammt. Es ist genau da. Flucht. Und ich habe jetzt dann weiße Mondpfeile vergeudet, vernichtet. Ups. Und eine Rauchbombe, also eine Rauchflasche. Jetzt bin ich traurig. Eieiei. Oh, Barry? Das Monster kommt! Feuer, 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 Feuer! Verfangen, Barry! Aber die sind schon so verfolgt. Okay, der ist tot. Na, komm schon, komm schon. Ah, verdammt.
Ich dachte, es würde klappen. Daneben, daneben. Hier unten sind wir nicht sicher. Geht's dir gut? Ja, und dir? Mir geht's blendend. Okay. Wir sollten jetzt in die Kanalisation kommen, also bald zumindest. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Moment mal. Ah, das sind die Käfer. Die sind kein Problem. Das andere Gezuppel. Na komm. Tja. Du bist tot. T-O-T-T. Ja, der Witz wird nicht bald. Komm schon. Spring runter und Feuer! Okay. Dass ich den dort hinten treffe, hatte ich nicht erwartet. Die sind schon eher. Ja. Gut, und Nexa. Lebt er noch? Verflucht. Okay. Und er ist tot. Manche von ihnen sind noch immer da, andere nicht mehr. Gut. Hier kann man rauf. Wir waren hier ja schon mit Moira und Claire ein bisschen tätig. Ein grünes Kraut. Das bedeutet, hier oben kommen wir nicht hin. So, und jetzt dort drüben. Denn dort waren die Sachen. Jetzt aufsteigen und nochmal aufsteigen. Magnum-Munition, eine Teilebox und rotes Kraut. Zeitversetztes Teamwork. Ups, ich meinte natürlich. Geht nicht kaputt. Okay. Hier ist nichts. Hier dahinter ist. Nur das, aber das haben wir schon erschossen, oder bringt es auch etwas, wenn wir es erschießen? So. Nein, ich klicke immer die falsche Taste. So. Es ist also doch gut, dass ich mir hier ein bisschen umschaue. Der Ventil ist kaputt. Hier rauf geht's auch nicht. Erschreckt einen alten Mann nicht. Also nicht. Ich muss ein bisschen mehr an meine Aussprache arbeiten. Ich glaube, das war auch wieder etwas, das ich arbeiten muss. Gut, runter mit dir. Und jetzt da. So. Was haben wir denn? Och. Ah, Barry kommt doch auch noch hier runter. Gut, dann. Sogar drei. Dann ist es ungefähr da. Ha. Okay. Gut, dann ist es in diesem Bereich hier. Dann muss es ungefähr da sein.
Und der letzte. Ungefähr da. Ha! Sehr gut. Eine Sturmgewehr-Munitionstasche. Gut. Da ist ein Stein. Aufstehen und weiter geht's. Komm, meine kleine Natalia. Wir müssen schauen. Ah. Okay. Dass sie uns nichts getan haben. Ich wusste es. Und dabei wollte ich dich leben lassen. Scheiß Insekt. Verflucht. Ich kriege heute aber extrem viele. Also was heißt hier extrem viele? Ich erwähne es nur gerade, dass ich viele Auszeichnungen erhalte von Steam. Was passiert? Ich kriege noch eine. Gut. Ein Maschinengewehr. Barry, du bist. Komm schon. Ernsthaft? Das sind ja mal Okay, darauf geht's nicht. Oder etwa doch? Ja, falsche Taste. Ich wollte die Taste machen. Dann das hier nehmen. Dann rüberlaufen. Und dann. Und dann. Und dann. Das. Was war das? Hier hinstellen. Raufklettern. Raufklettern. Raufklettern? Okay, doch nicht. Gut, mein Fehler. Ich dachte, wir könnten so dort drauf gehen, das Gitter rauf tun und dann das super tolle Mega Maschinengewehr erhalten. Gut, aber so ist es auch nicht. Ja, die Moira. Nicht die Moira, die Natalia hat leider nichts zum draufhauen. Außer wenn sie einen Stein in der Hand hält. Aber dafür hat sie ja andere gute Eigenschaften. Zum Beispiel, sie sieht das Zeug am Boden. Barry? Hast du vor, sie zu töten? Schlimm aus. Okay. Da, schieß! Nicht da! Weiter links, da! Schieß! Okay. Ich bin halb tot. Ah, und hier war der alte Knacker, der uns nicht helfen wollte. Weil der alt und knackerisch ist. Sicher ist sicher. Vielleicht war sie ja nur so hell, weil... Ja, weil wir hier so eine Blutumrahmung haben, oder wie das heißt. Alter Knacker, bist du da? Oh. Er ist im Bett verstorben. Hoffe ich zumindest mal. Und hier kommt man nicht weiter. Ist er? Ja. Lass ihn bleiben. Armer Mann. Ganz allein gestorben.
Moment. Das ist Moiras. Mom, Polly, ich glaube, das war's für mich. Ich wollte euch sagen, dass ich euch liebe. Und Mary, Daddy, tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Nein, schlecht bist doch nicht du. Mary? Es geht schon. Gehen wir. Ich nehme die Insel auseinander für das, was sie ihr angetan hat. Ja, das werden wir. Hoffentlich. Zum Teil. Ja, alles voll. Ah, der hat was. Ein Rubin. Wir bestehlen noch den alten Mann. Nicht gerade die feinen... Eine englische Art. Hier schaut mich ein Hase an. Okay. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Ha. Na gut. Stimmt. Feuerrate. Können wir. Ja, jetzt sollten wir ein bisschen schneller schießen. Und jetzt sollten wir wieder Platz haben. Nimm das. Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Ja. Mach ich. Will noch sonst jemand etwas sagen? Gut. Dann lässt sich schnell mal... Oh, ho, ho, ho. Der Geburt des alten Mannes. 19.07.1988. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern, also schreibe ich in dieses Tagebuch in Fremdsprachen jeden Tag. Jeden Tag ich schreibe, aber mir fehlen die Worte. Jetzt ich habe guten Grund. Heute mein erster Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber kann ich gewinnen gegen die köpfige Frau. Sie hat Augen und Nase von Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr Insel wieder gut drauf. Minengeschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbes Gefühl geben, wenn sie ist älter. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Irina ist schon 6, wie Zeit fliegt. 1994. Sie mag es nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das. Wohl weil Nachahmung ist perfekt. Kleines Kroschka ist sehr schlau, mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Irinas Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit, aber keine Zeit zu sorgen. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in guten Zustand an kleine Kroschka übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Scheint ein netter alter Mann, also, ja, scheint ein netter Mann gewesen zu sein. Und liebevollen Vater. Und erstaunliche gute Rechtschreibung, bis auf, ich glaube, das nennt man die grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber sonst eine Groß-Kleinschreibung, sonst keine Fehler, wo sonst Fehler gemacht werden würden. Aber okay. 19.07.2000. Er schreibt immer am 19.07. Und alle 6 Jahre? Okay. Irina jetzt 12. Schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nun, ich bin peinlich für sie. Bis sie braucht Geld oder Gefallen.
Apropos Frauen. Eine Frau kam zu unserer Insel. Sie verspricht, Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlage in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt, aber sie hatte noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jedem. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Arme Arbeiter verlässlicher als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag, aber reiche Frau hilft uns. 19.07.2008. Jetzt 8 Jahre später. Es ist Irines 20. Geburtstag. Ich sollte feiern, aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich war dagegen, aber Kroschka hört nicht. Hört nicht seit Jahren. Warum sollte jetzt anfangen? Irina so dickköpfig, genau wie ihr Vater, so sagte sie immer. Hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leute in Anlage, etwas falsch an ihnen, aber andere denken, ich nur dickköpfiger alter Mann, vielleicht jetzt auch Irina, aber ich weiß, ich habe recht, ich hoffe auch Irina merkt es bald. 19.07.2009. Ich habe Irina nicht gesehen, schon ein Jahr lang. Oh. Dieses ganze Jahr lang hat er sie nicht mehr gesehen. Na, etwas Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erzählen. Es alles liegt an der Frau. Sie hat Geruch vom Böses. Das sollte ich in der Heimat sein, aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles, aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen. Keinen anderen Platz für mich. Also gehe ich in Kanalisation. Da bleibe ich. Wird schlimmer werden. Ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich. Ich verspreche, Kroschka. Du bist alles, was dein Vater noch hat. Okay. Auch hier wieder eine tragische Geschichte. Und Alex Wesker wird dafür bezahlen, was sie diesem Dorf angetan hat. Diese Insel. Oh, und hast du was gesehen? Ist hier etwas Nettes, Natalia? Siehst du irgendetwas? Sieht nicht so aus. Und auf damit. Und was uns da unten erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao, Leute!